Ja, und herzlich willkommen zu diesem neuen Teil der C-Sharp-Tutorial-Reihe. Im letzten Teil haben wir uns ja mit den Interfaces beschäftigt und heute soll es um einen neuen Operator gehen, nämlich den sogenannten Is-Operator. Wir haben ja im letzten Tutorial bereits gelernt, dass wir hier ein Computerobjekt erstellen können und dann zum Beispiel einen Desktop-Computer reinspeichern können. Und jetzt kann es ja vorkommen, dass wir eine Datenbank oder sowas haben, wo zum Beispiel alle Computer irgendwie aufgelistet sind, die wir in einem Unternehmen haben oder so. Oder irgendwie als Hersteller wollen wir alle unsere Modelle einmal auflisten. Und diese Liste, diese Datenbank beinhaltet dann so Computerobjekte. Und diese Computer können, ist natürlich erstmal eine abstrakte Klasse, das haben wir ja hier definiert. Das heißt, wir haben in dieser Datenbank Desktops und vielleicht auch Laptops. Jetzt erstelle ich hier zunächst einmal durch Hinzufügen im Projektmappen Explorer eine neue Klasse vom Typ Laptop. Zoome hier ein bisschen an den Code ran und lasse diese Klasse auch von Computer erben. Mehr wollen wir damit nicht machen. Jetzt gehe ich wieder in meine Programmklasse und dieses Programm soll jetzt halt, wenn wir zum Beispiel gucken wollen, ja, unsere ganzen Laptops, was haben wir denn alles für Laptops? Die soll zum Beispiel dann alle Laptops aus der Computerdatenbank ausgeben. So, und wie mache ich jetzt sowas am besten? Dazu müsste ich jetzt erstmal feststellen, ob so ein ausgelesenes Computerobjekt aus der Datenbank oder ob ein Computerobjekt erstmal vom Typ Desktop ist. Also ob es ein Desktop ist oder ein Laptop. Und ja, jetzt sagen wir hier einfach mal New Laptop, weil ich jetzt eben gesagt habe, dass wir Laptops auslesen wollen. Also sage ich jetzt auch Laptop und speichere das in dieses Computerobjekt. Und jetzt möchte ich überprüfen, eben ob dieses Computerobjekt ein Laptop ist. Das sehen wir jetzt natürlich am Code. Sofort, wir haben hier in dieses Computerobjekt einen neuen Laptop zugewiesen. Dann ist ja natürlich für uns erstmal klar, hier das Objekt Computer ist vom Typ Laptop. Diese Zeile lösche ich einmal. Aber vielleicht haben wir auch mal Fälle, wo das nicht so klar ist, wo wir einfach einen Computer haben, der in irgendeiner Klasse zugewiesen wird oder von irgendeiner Klasse aus. Und dann wollen wir halt eben entsprechend später nachgucken, ob dieses Objekt Computer hier jetzt ein Laptop oder ein Desktop-PC ist. So, und wie überprüfe ich jetzt, ob dieses Objekt vom Typ Computer, wir kriegen das hier auch angezeigt vom Visual Studio, lokale Variable, Computer, Computer, also vom Typ Computer das Ganze. Und jetzt wollen wir eben gucken, ob das Ganze ein Laptop ist. Und das geht ganz einfach mit einer if-Abfrage. If das Objekt Computer und jetzt verwenden wir den sogenannten is-Operator. Das ist einfach dieses Schlüsselwort is. Und jetzt können wir hier einen Typ angeben, zum Beispiel Laptop. Und dann unseren Code ausführen lassen. Ganz einfach. Dann sagen wir einfach debug. Quatsch, Console natürlich. In Visual Studio Console Write Line oder Write. Und was wir schreiben wollen ist, das Objekt Computer ist vom Typ Laptop. Und dann machen wir nochmal ein Else-Statement. Und ich füge diesen ganzen Code hier nochmal ein. Das Objekt Computer ist nicht vom Typ Laptop. Am Ende natürlich wieder Console-Readline. Oder einfach Read. Das Ganze offen zu halten. Kriegen ja einen Fehler. Genau. Wir haben diese Laptop-Klasse erstellt, aber noch nicht die abstrakten Member implementiert. Und können wir es direkt auflösen? Dann wir können es nicht auflösen. Public Override. Na. Override. RAM. Hier belassen wir es dann erstmal bei diesen Exceptions, die hier gethrown werden.
Ich hatte ja bereits gesagt, dazu wird auch noch ein Video kommen und das wollen wir jetzt erstmal so hinnehmen. Diesen Code hier automatisch generiert wird. Das sind jetzt alle abstrakt mehr implementiert? Nein. Turn on noch nicht. Override. Das hat jetzt nichts mit unserem Tutorial gerade zu tun. Wir müssen nur diese Laptop-Klasse natürlich implementieren. Wieder zurück zu unserem Programm. Ich führe es aus. Und wir sehen, das Objekt Computer ist vom Typ Laptop. Wir haben hier einen neuen Laptop in unserem Objekt Computer gespeichert. Und dann überprüft, ob der Computer vom Typ Laptop ist, mithilfe dieses is-Operators. Diese ganze Operation liefert dann auch wieder ein Boolean zurück, hier in dem Fall true. Wenn ich das Ganze mal anhalte und hier sage New Desktop, dann wird der Typ dieses Objektes Computer natürlich nicht Laptop sein und dieses Statement hier wird false zurückliefern. Das Objekt Computer ist nicht vom Typ Laptop. Es wird also das else-Statement ausgeführt. Das ist also der is-Operator, mit dem wir überprüfen können, welcher Typ dieser Oberklasse in der Vererbungshierarchie oder welcher spezielle Typ ein Objekt von einer Oberklasse in der Vererbungshierarchie hat. Das heißt, wir können es auch für andere Objekte überprüfen. Das Ganze hat also mit Vererbung zu tun. Wir können also überprüfen, ob eine Vererbungshierarchie übergeordnetes Objekt einen untergeordneten Typ besitzt. Das war jetzt kompliziert ausgedrückt, aber es bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass man hier den Typ des Objekts überprüfen kann. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.